Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Eine weitere Aufnahmesession. Wir steuern auf die... Wo gehen wir da hin? Mega, Terra, irgendwas. Also wir sind oben gleich bei der nächsten Stufe, würde ich sagen. 927 Megatonnen Index. Es rennt unaufhörlich. In der letzten Folge haben wir hinten diese verschollene Basis gefunden. Ich meine, das war da hinten raus, oder? Da durch und dann durch die Höhle hinten da in dieser Richtung müsste das Ganze liegen. Und ich bin auf dem Rückweg auch zwei, dreimal gestorben. Könnte sein, dass es immer nicht gereicht hat. Auf jeden Fall habe ich jetzt so umgebaut. Ich habe die Schränke umgebaut. Ich weiß nicht, ob ich das noch in der Folge gemacht habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen eigenen Schrank für die Superlegierung, weil da war so viel Kram dabei, dass wir ordentlich basteln können. Aber ich würde ganz gerne erstmal noch die Basis da hinten genügend erforschen. Deswegen habe ich mir ein bisschen Vorrat eingepackt, ein bisschen Sauerstoff und mache mich mit euch zusammen auf den Weg. Und wir schauen uns mal dieses unterirdische Ding an. Das war ja, glaube ich, eine 37-Minuten-Folge oder so. Ich meine ja, war sehr lang. Und dann werden wir auf jeden Fall, wenn wir die ganzen Ressourcen da raus haben, werden wir anfangen, noch mehr von den Maschinen zu bauen, um hier den Terraforming-Index etwas höher zu treiben. Und ich glaube, hier mussten wir durch die Höhle durch. So, hier, Rolle. Hier ging's durch. Der Weg stimmt. Schön die Landschaft. So richtig entsättigt. Also im Vergleich zu dem Rest, der, was alles so übertrieben grün ist. Gerade das Gebiet, wo jetzt, wo wir gerade gebaut haben und das Moos gewachsen ist und die Pflanzen, ist ja alles unheimlich extrem grün. Oder fast unnatürlich grün. Da sind wir. So, und wir haben uns diese Basis gebaut, um hier zu überleben. Und ich würde sagen, wir machen nochmal ein Wasser, ein Essen hier rein. Oder wir nehmen von jedem eins mit. Müsste reichen, ja. So, dann gehen wir nochmal in die Basis runter. Licht an. Dürfen wir uns so nicht verlaufen. So, hier haben wir, da ging es nochmal runter. Hier sind wir runtergekommen. Hier geht es nochmal tiefer. Und ich glaube, der Raum hier, den hatten wir komplett gelootet. Ne? Da waren einfach nur Kisten drin. Ja, noch nicht komplett gelootet. Ich würde auch sagen, dass wir die Kisten abbauen, damit wir da kein Missverständnis haben. So, das haben wir. Also, wenn wir runterkommen in Richtung Bett, haben wir leer. Und ich würde sagen, bringen wir den Kram hoch. Ja, jetzt wo wir noch hier relativ am Anfang sind, dann gehen wir hier nochmal schnell raus und packen das in unsere Zwischenbasis rein. Zack. So. Und nochmal nach unten. Und den noch nach unten. Und das haben wir. Und jetzt müssen wir hier nochmal nach unten. Ich glaube, hier sind wir noch gar nicht gewesen. Was denn hier? Guck mal hier, so eine alte Crafting-Station. Und noch mehr Nachrichten. Warte mal. Willkommen auf dem zugewiesenen Planeten. Eine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Das ist die gleiche Nachricht, die wir auch bekommen haben, ganz am Anfang. Nochmal die gleiche Nachricht. Können wir das abbauen? Können wir nicht. Können wir das abbauen? Auch nicht. What the? Was ist denn hier passiert? Okay. Ist jemand irre geworden? Hat ganz viele Nachrichten gebaut? Oder was ist hier los? Was ist denn hier passiert? Sind das alles die gleichen Nachrichten? So. Willkommen, willkommen, willkommen. Das ist ja... Das ist ja schon schräg.
Es geht weiter. Wie von so einem Irren, oder? Was ist denn hier los? Das sind immer wieder die gleichen? Yo. Yo. Oder hat ihr die vorbereitet und du hast mich hierher geschickt, um zu sterben. Du wusstest, dass es unmöglich war. Es ist dir egal. Alles, was dich interessiert, sind Profit und Kolonialisierung. Wer auch immer es für eine gute Idee hielt, sollte zur Höhle, zur Hölle fahren. Der Plan war nie die Vergebung. Seid verflucht, Sentinel Corp. Oh, da ist aber jemand arg sauer. So, was machen wir denn? Lassen wir den Schrank hier. Ich lasse hier ein Eisen schmeißen. Hier, nehme noch den Dünger mit. Ja, der hatte viel Spaß hier unten. Ach, da oben auch, an der Decke auch. Oh je. Ich glaube, hier ist jemand durchgeknallt. Ich finde das cool, diese kleinen Fetzen. Ich meine, es ist jetzt keine Riesenstory oder sowas, aber ich finde irgendwie diese kleinen... Gib mal, geht's hier noch weiter? Diese kleinen Fetzen, die einen immer so ein bisschen... Den Schrank könnten wir zerlegen. Das geht alles nicht. Nee, ich glaube, hier ist Sackgasse. Dann haben wir schon alles. Ob wir auch so enden oder werden wir den Planeten terraformen? Das war's. Ja, da war das gar nicht so aufregend, dieser Ausflug, wa? Okay, was lassen wir hier? Ich würde sagen, wir lassen Eisen hauptsächlich hier. Und nehmen den Rest mit. Und das eine Alu noch. Der Rest ist ja gut. Ich meine, das Eisen kann hier ruhig gelagert sein, ne? Das lassen wir einfach hier. Gut, fliegen wir mal zurück. Da ist der grüne Punkt. Sehr interessant. Ja, anscheinend sind hier mehrere Leute hingeschickt worden und der eine oder andere hat es dann nicht überlebt. Sehr interessant. Jetzt ist die Frage, gibt es hier noch mehr zu entdecken? Warte mal kurz, ich fliege das nochmal kurz ab. Nicht, dass hier irgendwo noch ein goldener Schnatz versteckt ist. Da ist Wüste. Ich meine, wie kommt man drauf, wo welche Kiste versteckt ist? Ne? Hier hinten ist so ein Zwischenstück, das gucken wir uns mal an. Wir haben ja noch ein bisschen Energie, von daher können wir noch ein bisschen erkunden. Okay, hier ist auf jeden Fall Sackgasse, alles klar. Irgendwie hätte ich doch eine blaue Kiste eben gesehen. Da ist oben eine. Ja, die Baupläne, ne? Das ist halt so eine Sache. Superlegierung nehmen wir definitiv mit. Die Baupläne können wir nicht mehr entschlüsseln. Wir haben genügend da, ne? Schwierige Aufgabe. Die Bohnen brauchen wir auch erstmal nicht. Ne, es lohnt sich nicht. Schade. Was ist hier? Eventuell hier was drin? Ich glaube, das Spiel will nicht, dass wir hochgehen, oder? Da ist noch eine Kiste da hinten. Mal, wir probieren mal hier hochzukommen. Vielleicht ist da so eine Art Jump-Run-Einlage, bis hier hochzukommen. Hm. Es sieht doch ein bisschen aus, als würde hier ein Weg nach oben gehen. Ich bin der König der Welt! Und habe nichts davon, weil ich nichts gefunden habe. Da unten ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Guck mal, was hier noch drin ist. Ah, nochmal Superlegierung. Cool. Dann lassen wir das Alu hier. Boah. Das Alu, das nehmen wir. Der Rest bleibt drin. Brauchen wir nicht wirklich. So, jetzt geht's nach Hause. Wir haben ja zum Glück von allem Ersatz dabei. Ich weiß gar nicht, ob man die, die Kisten vom Weiten sehen würde. Aber sehr wahrscheinlich schon, ne? So, hier sind wir ja schon mal drüber, über das Gelände. Ach genau, hier war das, wo man vermeintlich drüber laufen kann. Ich erinnere mich. So, Sauerstoff. Oh, ab in die Tiefe.
nicht abstürzen. So, hier der Felsvorsprung hier vorne, da bin ich permanent bin ich irgendwie kaputt gegangen. Guck mal, wie übertrieben grün das hier ist in dem Gebiet, das meinte ich eben. So, dann gucken wir mal, was wir mit dem ganzen Material machen können, was wir jetzt hier gerade rausgeholt haben. Ah, wir sollten den Schwefelbohrer kontrollieren. Wir hatten ja noch einen zusätzlichen Bohrer hinten gesetzt, um Alu und Schwefel zu fördern. Da sollten wir auf jeden Fall mal hinfliegen und gucken, wie weit das... So. Wo machen wir die Rezepte rein? Hier haben wir Auberginen, hier haben wir Essen. Ich glaube, wir müssten noch einen Schrank anlegen. Ja, das mit den Chips ist halt blöd, ne? Dass wir keine Verwendung für diese Baupläne haben. Sehr schade. Algen T4, hier hatte ich die rein, genau. Ach, weißt du was, dann mache ich das hier dazu und das gehört auch für mich zu T4. Die Brennstäbe hier jeweils rein. Und Schwefel hatte ich, glaube ich, hier. Genau, das eine Triebwerk können wir noch nutzen. Da können wir noch eine Rakete hochschießen wegen dem Multiplikator. Und ich glaube, der Superlegierungsschrank ist voll. Vom allem irgendwie zu wenig, ne? Wir können auf jeden Fall ordentlich was bauen. Das kriegen wir hin. So. Einmal Wasser. Einmal was zu essen. Und den Rest packen wir hier rein. Passt nicht. Dann packe ich es hier rein. So, das nehmen wir mit. Und jetzt gucken wir mal kurz in der Schwefelhöhle, wie es da kurz aussieht. Kurz. Eben mal kurz vor allem. In diesem Spiel ist ja nichts kurz. Wobei, ich spiele erst, ich habe heute Morgen noch geguckt, ich spiele erst 20 Stunden. Also ich habe noch nicht wirklich viel vom Spiel gesehen. Also natürlich so, wahrscheinlich sind wir doch eher Richtung Late Game. Aber ich finde es immer trotzdem toll, dass man noch Sachen entdecken kann. Also wie jetzt im letzten Mal diese unterirdische Basis. Guck mal, jetzt ist nur noch ein kleiner Klumpen Eis da. Aha. Sieht doch gut aus. Ein bisschen Schwefel haben wir bekommen. Gut, dann lassen wir den Bohrer mal Bohrer sein. Wir müssen Richtung T2 Bohrer gehen. Dann lohnt sich es erst richtig. Was ist denn da oben? Da bricht nur das Licht durch. Okay. Hier, 1.21 Gigawatt. Wir sind in der Gigawatt-Grenze. Nee, Giga-Terabyte-Index. Was mich ein bisschen wundert, dass hier der Rest des Gebietes nicht richtig grün wird. Das finde ich ein bisschen schräg. Ich meine, hier die Blumenwiese sieht schon gut aus. Finde ich zumindest. So, ist das T4? Nee, Schwefel habe ich bei T3 eingeordnet, ne? Ich würde mal Folgendes machen. Ich würde mal kurz die Plattform erweitern. Wir haben so viel Eisen jetzt über. Damit wir die ein bisschen ausbauen. Hier ist unser Mixschrank. Und das passt hier vorne rein. Pass auf, wir nehmen uns jetzt mal ein bisschen Eisen mit. Und ich setze nochmal ein paar von diesen... Zwischenräumen hier oben ran. Ich finde es nämlich immer blöd, dass wenn man hier über die Plattform fliegt, dass man dann erstmal abstürzt. Deswegen werden wir hier einfach mal was dazwischen setzen. Kann man eigentlich Shift halten? Habe ich das jemals ausprobiert? Kann man nicht. Ich hoffe, das kommt noch. Dass man nicht jedes Mal ins Menü muss und dann die nächste Plattform setzt. Sondern das irgendwie, ja, einfach so setzt. Klick, klick, klick. So, rein optisch sieht das dann schon mal besser aus. Und hier vorne machen wir auch noch zu. Wobei die Lücke natürlich relativ groß ist. Wieso geht das hier nicht rein? Weiß man nicht.
Und ich überlege, wie ich da rumgestruggelt habe mit dem Eisen. Und jetzt setze ich es hier so völlig wild ab. So, jetzt können wir hier zumindest... Oh, out of Eisen. Na gut. Achso, da können wir bei der Gelegenheit gerade mal den Bohrer entleeren hier unten. So, dann schauen wir jetzt mal auf die Werte, wie das hier überhaupt aussieht von unserem Index. Wo ist denn Kobalt? Der war auch voll, oder? Ja. Eisen wieder nachgeholt, das können wir eigentlich direkt verarbeiten. So, dann setzen wir das gerade draußen noch. Und Fenster sollten wir mal bauen, definitiv, damit wir hier ein bisschen rausgucken können. Uns die schöne, immer grün werdende Landschaft angucken. Darum geht es ja auch in dem Spiel so ein bisschen, ne? Andere großartige Ziele hat man ja nicht wirklich. So, jetzt haben wir es doch langsam zu. Das war's, out of Eisen. Jetzt können wir zumindest hier mal draußen reingucken, können wir unser kleiner Dschungel wird, können wir uns angucken. So. Ja, die Dinger kann man immer noch nicht freischalten, ne? Der sagt hier immer noch, nein, keine Entschlüsselung mehr. Irgendwie schade. Geht das Spiel davon aus, dass man nicht alle gefunden hat? Jetzt haben wir so viel Baupläne, also ich gebe gerade die Finger zu Anführungszeichen, da freischalten kann. Oh, guck mal hier, Bäume. 14,65% Bäume. Also, nachdem die Kräuter gewachsen sind, wachsen hier dann auch irgendwo noch Bäume. Interessant. Was haben wir noch freigeschaltet? Wir gucken mal ganz kurz durch. Den DNA-Manipulator, genau. Den hatte ich beim letzten Mal ja aufs Dach gesetzt. Und hier haben wir diese Methankartuschen. Die haben wir freigeschaltet. Die können wir mal in den T4-Tank packen. Damit können wir auch Dinge herstellen. Dann hatten wir... nee, das war der Gasextraktor. Den DNA-Manipulator... Wo hatte ich den denn hingesetzt? Oder hatte ich den nicht bauen können, weil ich... Ich glaube, den konnte ich noch nicht bauen, ne? Weil mir Sachen gefehlt haben. Deswegen bin ich überhaupt erst losgezogen. Pulsarquarz, Superlegierung. Genau, Kunststoff wollten wir herstellen. Kunststoff wollten wir herstellen. Und Kunststoff wird aus Pilzen, Wasser und Silizium hergestellt. Mal gucken wir, ob wir noch Pilze haben. Zwei Pilze haben wir. Pilze. Da müssten wir hier vielleicht auch noch Pflanzröhren bauen. Haben wir hier noch welche auf Tasche? Ja, haben wir noch Pilze da. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. So. Aus denen machen wir jetzt erstmal schön Kunststoff. Jetzt mal richtig verschrauben sollen, es regnet schon wieder durch. So. Wir haben 5, 10, 15, 16, das heißt 8 Stück können wir herstellen. Das heißt, wir brauchen 8 mal Wasser, meine ich, waren es, und 8 Silizium. So, jetzt brauchen wir nur noch 8 Silizium und dann müsste das eigentlich möglich sein. Mix. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Passt nicht rein. Okay, machen wir die erstmal durch. So, jetzt fehlt nochmal Silizium. Wie viel Mal noch? Zweimal, wa? Ja. Zweimal Silizium. Einmal. Zweimal. So, dann können wir mal so einen DNA-Manipulator bauen. So. Kunststoff haben wir. Schwarzpulver, Superlegierung und dieses Pulsar-Ding. Da haben wir auch noch einen Kunststoff, den können wir dann hier reinmachen. Superlegierung, das Ding und Schwarzpulver. Jo, wo stellen wir das Ding hin?
Was macht der DNA-Manipulator eigentlich? Manipuliert DNS, um neue Gene zu schaffen. Passt der hier rein? Der passt sogar hier rein. Wo stellen wir das Ding hin? Ich stelle mal hier neben dran. Mhm. Ah, wir können hier Baumsamen schaffen. Soleus. Ah, Sauerstoffmultiplikatoren. 150, 125, 125. Okay, 150 sind die hier. Keine Übereinstimmung. Ach, und dann muss man immer diese drei Sachen reinräumen wahrscheinlich. Dazu brauchen wir die Baumrinde. Was macht noch 150? Der hier. Baumrinde, dann diese Samen. Diese lila Blüten. Und irgend so eine Petrischale voll mit lila Kram. Was ist denn die lila Kram? Aha. Okay, ich würde sagen, wir DNA manipulieren mal ein bisschen was. Dazu müssen wir erstmal Bakterienproben herstellen. Das heißt, wir müssen ganz viel Algen sammeln und Wasser. Okay. Dann. Was soll schief gehen? Mal gucken. Erstmal Algen sammeln. Jo, habe ich gelesen. Sagen, da produzieren wir gleich mal ein bisschen was auf Vorrat. Achso, und ich wollte auch gucken, was wir brauchen, um aus dem See zu trinken. Das müsste doch auch irgendwie gehen. Da gab es doch irgendeinen Bauteil, damit wir direkt aus den Seen trinken können. Das würde ja absolut Sinn machen. So, haben wir irgendwas vergessen? Gehen da vorne noch. Ein Seewasserfilter, genau. Wo immer den... Wo wir den immer herkriegen. Mal gucken. So. Haben wir noch Platz? Haben wir nicht. Mist. Dann bringen wir also ganz kurz mal hoch. Und packen das hier T4. Das ist T4, ne? Eigentlich T3, aber ist wurscht. Und jetzt besorgen wir uns Wasser und wandeln das dann in diese... Ich glaube, wir bauen noch so einen Wassersammler. Das könnte absolut Sinn machen. Ja. Ja, wir müssen noch so einen Wassersammler bauen. Okay, lass uns das zuerst machen. Ich meine, wir haben hier oben auf dem Dach noch die... Aber die bringen halt im Vergleich nichts, ne? Die Schüsseln. Sie sehen zwar schick aus, aber bringen halt nichts. So, dann stellen wir mal her. Da fehlt jetzt zweimal Wasser. Gut. Das haben wir. Da haben wir jetzt zwei von, oder? Ja, wir haben zwei von. Dann brauchen wir zweimal von diesen Kartuschen und zweimal Schwefel. Zwei von den Kartuschen und zweimal Schwefel. Und dann können wir schon mal anfangen zu manipulieren, wenn wir überhaupt was von den Pflanzen haben, die da aufgeführt werden. Okay. So, dann schauen wir nochmal auf die Rezepte. Also Rinde ist kein Thema. Wir können auch die anderen Pflanzen verwenden. Das sind die Standardpflanzen. Und das ist Lirma. Wir bräuchten also eine komische braun-weiße Pflanze für 150 und eine pinke. Ich glaube, wir haben beide nicht, oder? Kann das sein, dass wir beide Pflanzen nicht haben? Nö. Nö. Wo finden wir die denn? Das heißt, wir haben doch irgendwas hier noch nicht entdeckt. Wir können schon mal Rinde mitnehmen. Also wir können die Pestasamen oder hier diese pinken, weil die haben 300. Ich sag mal... Was ist eigentlich hiermit? Baumsamen Terra, das ist wahrscheinlich schon ein fertiger, der schon DNA manipuliert worden ist. Wahrscheinlich kommen diese Samen mit den Bäumen, gehe ich mal davon aus. Wir können ja mal was bauen. Also, wir haben jetzt von diesen pinken Blüten. Welche sind das? Das sind die Nullna-Samen.
Da, das können wir herstellen. Baumsamen-Zerner. Also. Einmal das. Eine Rinde und das. Einleitung der Sequenz. Ah, das baut er jetzt da drin. Wie cool. Okay. Der DNA-Manipulator. Katsching. Cool. Wie diese runden Glaskugeln, in der so Blitze entlang laufen, oder? So an sowas erinnere ich mich das ein bisschen. Wenn ich jetzt die Hand dran halte, werde ich auch manipuliert. Schön. Gut, lassen wir mal laufen, aber das bringt ja dann nichts, den Kram einstecken zu haben. Vielleicht sollten wir uns hier noch einen Schrank daneben setzen, ne? Die vielleicht mal erstmal an. Oh, wir nehmen eine Kiste. Eine Kiste reicht auch. So viel Material muss da ja gar nicht rein. So. So, und die stellen wir hier so ein bisschen. Bisschen schräg. Und packen den Kram da rein. Sehr schön. So. Der extrahiert. What? Habe ich das da reingelegt, die Sauerstoffkapsel aus Versehen? Muss doch ein Fehler gewesen sein. Wir wollten noch Wassersammler bauen, damit wir genügend Wasser haben, weil das scheint ja doch mehr verbraucht zu werden, als es geplant ist. Das ist der Sauerstoff und die Algen hatten wir einen eigenen Schrank. So. So. Interface wieder einblenden, bevor wir hier versterbseln. Wassersammler, Seewassersammler. Da brauchen wir Kunststoff. Ich würde sagen, wir machen zwei Stück. Also erstmal sechsmal Kunststoff. Wobei, das haben wir kaum, oder? Kann das sein? Einmal. 2, 3, 4, 5, 6. Doch, hat gelangt. Dann brauchen wir zweimal Magnesium, zweimal Alu. Und was war's noch? Zwei Superlegierungen. Da haben wir genügend von. Und dann würde ich sagen, pushen wir so ein bisschen die ganzen... Ui, das war dumm. Die ganzen Werte. So, lassen wir die mal laufen. Dann haben wir genügend Wasser für die Produktion. Und dann vergleichen wir jetzt mal gerade die... Wie weit wir hier sind. Wir könnten Sauerstoff pushen. Das wäre eine gute Nummer. Gibt es denn eine Rakete, die den Sauerstoff pusht? Also das ist Wärme, Luftdruck, Biomasse, der Sauerstoff. Hier. Die Saatsteuerrakete. Die macht nochmal den Sauerstoff hoch. Dann sollten wir doch so ein Ding bauen. Haben wir die überhaupt schon gemacht? Die haben wir noch nie gezündet, oder? Wir haben zwar hier die Biomasse, aber die haben wir noch nicht gezündet. Das ist gut. Ich würde mir gerne die Rezepte anheften. Also zwei Petrischalen, Rinde, Superlegierungen. Also jetzt brauchen wir zwei von diesen Petrischalen. Haben wir nicht eine. Dann hole ich mal gerade die Rinde von hinten. Da müsste ich eigentlich auch mal hingehen und das Biodom leeren. Jetzt brauchen wir noch zwei von diesen Petrischalen. Ich würde sagen, jetzt machen wir nächste Folge fertig. Und dann werden wir in der nächsten Folge eine Saatstreurakete. Nee, was? Eine Baum? Ihr wisst, was ich meine. Das Ding, was ich gerade bauen will, werden wir dann starten. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.